Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich, Ihnen heute ein paar unserer zentralen Ergebnisse und ja, Zahlen aus unserer Studie vorzustellen. Es wird dazu noch einen ausführlichen Bericht geben, wo dann alles detailliert nochmal drinsteht und auch eine Zusammenfassung. Der wird dann auch zeitnah veröffentlicht. Wir wurden vom Ministerium beauftragt, einmal genau zu schauen, was eigentlich die ökologischen und ökonomischen Effekte von dem Reparaturbonus sind. Das heißt konkret, was wurde repariert, wie viel und zu welchen Kosten vor allen Dingen. Es ging darum, eine Abschätzung zu geben, wie viel CO2 vermieden wird, aber auch, was der Beitrag zur Elektroschrottvermeidung ist. Und dann ganz im Allgemeinen, was denkt eigentlich die Bevölkerung und die Reparaturbetriebe von dem Reparaturbonus? Wer ist wir? Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration. Wir haben das federführend durchgeführt mit Zusammenarbeit Runder Tisch Reparatur und der BTU Cottbus. Vielleicht kurz noch zur Einordnung ein, zwei Worte zu meinem Institut. Hauptstandort in Berlin, über 450 Mitarbeiterinnen und ein Forschungsschwerpunkt auf Elektronik und Halbleiterindustrie. Also wir arbeiten vor allen Dingen daran, dass Elektronik kleiner, leistungsfähiger und ein Stück auch zuverlässiger wird. Und ein Großteil unserer Arbeit in den letzten Jahren dreht sich immer mehr um die Umweltwirkung von Elektronik. Denn Sie wissen, Elektronik ist ein Problemprodukt für die Umwelt. Und hier vielleicht nochmal ein paar Zahlen dazu, warum Reparatur in dem Kontext eine große Rolle spielt und auch zunehmend einfach wichtiger wird. Wir sehen, dass sich im Zeitraum von 2007 bis 2021 der Anteil an Elektrogeräten innerhalb der EU ist enorm gestiegen. Und das ist dann einfache Mathematik. Ja? Je mehr Elektrogeräte wir im Markt haben in den Haushalten, desto mehr kann irgendwann auch mal kaputt gehen und desto mehr Elektroschrott wird eben auch erzeugt. Wir sehen trotz der technischen Fortschritte, die wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, immer noch viel zu kurze Nutzungsdauern im Markt. Also technisch wäre heute einfach mehr möglich. Wir nutzen die Potenziale einfach nicht. Das gilt nicht nur für Smartphones, die im Schnitt nur 2,5 Jahre genutzt werden, sondern auch für TV-Geräte, Kühlschränke, Waschmaschinen. Wir haben einen technischen Grad erreicht, wo sich einfach für die Umwelt eine längere Lebensdauer bezahlt macht. Und Grund dafür ist eben vor allen Dingen die sehr ressourcen- und klimaintensive Produktion von Elektrogeräten, weshalb es eigentlich Leute, No-Brainer ist, Geräte so lange wie möglich zu nutzen, um damit auch einen Beitrag zur Umweltentlastung zu leisten. Die Tragik ist dann, wenn mal was kaputt geht, dann wird nur circa eins von vier Produkten repariert. Die Gründe dafür kennen wir aus unseren Umfragen, sind eben die Reparaturkosten, die meistens zu hoch sind. Und der Reparaturbonus ist da natürlich der Hebel, der an der richtigen Stelle ansetzt, eben indem man einen finanziellen Anreiz bietet. Dann können wir einfach mal auf ein paar Zahlen schauen. Also was wurde eigentlich gefördert? Wir haben einen Gesamtumsatz von 5,46 Millionen an Reparaturen, die quasi bezuschusst wurden durch den Reparaturbonus. Das sind Erstattungsbeiträge von 2,29 Millionen und eben eine Kostenübernahme der Verbraucher von 2,84 plus etwas Verwaltungskosten auf Seiten der Verbraucherzentrale. Sie sehen das auf der linken Abbildung, sind etwas weniger als die Hälfte wird bei den Reparaturen quasi erstattet und den Rest tragen die Verbraucherinnen und ein geringer Verwaltungsbeitrag von 6% macht durchschnittlich pro Reparatur bei 180 Euro einen Erstattungsbeitrag von 75 Euro. Und das ist dann schon, kann jeder nachvollziehen, eine spürbare Entlastung. Smartphone hat im Schnitt Reparaturkosten von 160 Euro. Wenn da in etwa die Hälfte erstattet wird, kann das einem schon den Schubs in die richtige Richtung geben, also eben zur Reparatur. Und da hoffen wir uns natürlich, dass sich das halt auch weiterhin verstetigt. Was heißt das für die Umwelt? Ja, also insgesamt wurden also im Rahmen vom Reparaturbonus über 30.000 Reparaturen quasi ja, bezuschusst. Das sind in Summe circa 3.000 Tonnen CO2, die da vermieden wurden. Das mal so in Relation zu setzen, das entspricht in etwa der Jahresleistung zur CO2-Bindung von 198.000 Bäumen oder 1.000 Flügen Leipzig, New York, zwei hin und zurück sogar. Also da kommt schon was zusammen.
sind im Durchschnitt 98 Kilo pro Reparatur. Bei der Zahl muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ein Großteil von den Reparaturen war Waschmaschine, weiße Ware, Spülmaschinen, die eine sehr CO2-intensive Produktion haben und dadurch den Durchschnitt etwas nach oben ziehen. Der Median hier mit 57 Kilogramm ist da etwas repräsentativer. 390 Tonnen Vermeidung an Elektroschrott. Also in Summe sehen wir hier eine moderate Einsparung, die wirklich einen sinnvollen Beitrag zur Umweltentlastung leistet. Das ist aber nicht alles. Wir haben eben auch die Reparaturdienstleister befragt. Es war eine kleine Stichprobe, also 10 Stück. Soll uns aber einfach so ein paar Hinweise geben, Impulse geben. Gibt es was, was man besser machen kann? Im Allgemeinen stellen wir dort einfach eine sehr hohe Zufriedenheit fest. Ja, also nicht nur von den Betrieben, die nehmen das gerne an, sondern auch die Kundschaft gegenüber den Betrieben äußert sich sehr zufrieden. Und das ist eben eine Form von Erlebnis, sage ich, die wünschen wir uns natürlich. Ja. Reparieren lohnt sich, Reparatur bringt was. Das sind Effekte, die dann eben auch langfristig so eine positive Reparaturerfahrung verstetigen können. Der Reparaturbonus ist bekannt, also alle Betriebe kennen den Bonus. Die Kundschaft ist nicht immer voll im Bild, also die Betriebe agieren da auch zum Teil beratend und aufklärend und freuen sich sicherlich über etwas Unterstützung, ja, Plakat, Flyer, was sie halt eben dann auch ins Schaufenster hängen oder legen können. Sie berichten, dass es einen tendenziellen Anstieg von mehr Reparaturen gibt, äußern allerdings auch die Kritik, dass sie sich gerne so eine dauerhafte und langfristige Förderung wünschen. Das ist ein Problem, ja, irgendwann ist Förderschluss natürlich, die Mittel sind aufgebraucht, haben andere Reparaturbonussysteme aber auch und denke, dass man das langfristig kann man das nur lösen, wenn man es vielleicht auf Bundesebene adressiert und andere Finanzierungsmöglichkeiten findet. Ja, und was uns sehr gefreut hat, ist, die Reparaturbetriebe haben auch die Umweltaspekte geäußert in unserer Befragung. Das heißt, sie sehen halt da nicht nur den finanziellen Anreiz, sondern es auch den Beitrag zum Umweltschutz und wünschen sich einfach in der Öffentlichkeit auch eine stärkere Wahrnehmung von dem Reparaturbonus, nicht nur als finanzielle Unterstützung, sondern eben auch den aktiven Beitrag zum Umweltschutz. Und zuletzt haben wir auch die Verbraucherinnen befragt. Das waren zwei Umfragen, einmal repräsentativ in Thüringen und einmal repräsentativ deutschlandweit. Und was man hier sieht, ist eine ganz klare Präferenz und Akzeptanz von der Maßnahme. Also 78% in Thüringen begrüßen diesen Bonus, würden den auch in Anspruch nehmen. Und ein Großteil davon befürwortet auch einen bundesweiten Bonus, wenn es den mal vielleicht gibt. Ja, das heißt, das wird sehr gut angenommen. Ja, die Wahrnehmung ist sehr positiv und mit 46% Bekanntheit in der Bevölkerung von dem Bonus ist auch weit verbreitet. Es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis alle Haushalte von diesem Bonus vielleicht mal den in Anspruch nehmen. Und eine zweite Befragung von der Kollegin der BTU Cottbus hat herausgefunden, dass auch ein Drittel der Reparaturen, die im Rahmen von der Förderung durchgeführt wurden, nicht ohne den Bonus hätten stattgefunden. Also in Summe zeichnet sich hier ein sehr positives Bild von der Maßnahme. Wir sehen, es gibt eine sinnvolle Umweltentlastung. Wir haben eine sehr positive Wahrnehmung in der Bevölkerung und zum Schluss natürlich auch den Nutzen bei den regionalen Betrieben. Das wäre so von den Kernergebnissen der Studie. Wie gesagt, es gibt noch einen Bericht, da steht dann alles nochmal detailliert drin.